Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Masters-Video. Dieses Mal geht es wieder in die Legendary Arena gegen Cresselia. Ich weiß, das Video ist Safe Call viel zu lange her oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch notwendig ist, ein Cresselia-Video zu machen, aber vielleicht kann ich auch nur eine Person helfen. Und sollte es der Fall sein, dann habe ich meinen Zweck erfüllt und bin happy tatsächlich. Alright, gegen Cresselia sind ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Als allererstes, Cresselia bufft sich extremst schnell hoch. Ihr seht es ja auch onscreen, die ist jetzt schon kinder OP. Das Ganze müssen wir entweder unterbinden oder wir klauen die Buffs, wie ich das hier auch gerade im Videomaterial zu sehen ist, mache. Das war ein weirder Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Wir müssen unterbinden, dass sie sich hochbufft, ansonsten one-shottet sie alles. Des Weiteren können wir Cresselia flinchen, nur flinchen, nicht sleepen oder so, glaube ich. Ich glaube, nur flinch funktioniert. Und als drittes, als Hidden Mechanik, ich hoffe, das wissen trotzdem einige, wenn nicht, wisst ihr es jetzt, ist es so, dass in der allerersten Lebensleiste, gegen die wir gerade auch im Video kämpfen, physische Attacken sehr effektiv sind und spezielle Attacken weniger Schaden machen. Und dann ab der zweiten Lebensleiste, so gesehen die zweite Phase, wie ich es immer nenne, sind spezielle Attacken effektiv und physische Attacken machen weniger Schaden. Ja, also ihr seht es ja auch im Videomaterial gerade, wir haben unser Main-Team als allererstes und nicht irgendwelche Sack-Teams, wie man es normalerweise macht. Alleinige Grund ist halt, wie bereits gesagt, Cresselia bufft sich so hoch. Ihr seht es ja auch schon wieder, die ist on top, wieder Maximum Buffs. Die joinken wir mal eben. Ja, das heißt, unser Team besteht aus Xerneas, Astor, ich habe den Namen des Pokémon vergessen, aber ihr seht es ja, und Hopp mit Summercenter. Zinkgrids sind wie immer im Overlay eingeblendet, falls ihr Bock habt, das einfach zu kopieren. Was wir hier in diesem ersten Run beachten müssen, tatsächlich sehr, sehr wichtig, ist, dass unsere Mon links und rechts, also Xerneas und Summercenter, immer paralysiert sind. Deswegen habe ich auch Astor mit, anstatt irgendeinen anderen Unlicht, sage ich mal, Gacha-Unit oder an sich Pokémon oder Unit, die vielleicht mehr burstet, weil Astor nicht paralysiert werden kann. Das ist ziemlich mega nice. Somit muss ich mir nur Sorgen machen um rechts und links. Und falls ihr gar keinen Bock auf Paralyse habt, könnt ihr bei Xerneas oben links im Grid Helping Hand oder so heißt das skillen. Also, dass ihr eine Chance habt, Statuseffekte von gesamten Team zu entfernen, jedes Mal, wenn ihr angreift. Dann müsst ihr das halt immer wieder, sage ich mal, entfernen mit euren Angriff. Wichtig hierbei ist mit Xerneas unten links den Skill, womit wir Paralyse, Schlaf oder Toxin oder sonstigen Scheiß wegmachen würden, nicht zu benutzen. Wirklich, überhaupt nicht. Außer sie macht Toxin. Sie macht Toxin normalerweise jetzt in der zweiten Phase mit einem zweiten Lebensbalken. Aber da wir paralysiert sind und ihr Ziel paralysiert ist, kann sie ja kein Toxin drücken. Ihr seht es ja auch, beziehungsweise werdet es gleich sehen, dass ich dann unten links den Skill bei Xerneas drücke, obwohl ich schon paralysiert war, beziehungsweise immer noch paralysiert bin. Ich dachte mir aber, komm, scheiß drauf, sie wird kein Toxin mehr machen oder so, aber es ist halt ein Bot. Die hat instant danach Toxin gedrückt und habe ich mich selber gekillt, was kein dann Fehler war, weil ich hätte es gerne euch gezeigt, dass wir das mit Free-to-Play-Mons dann am Ende besiegen, Cresselia, aber ja, passiert ist passiert, mache ich nichts. Ja, ansonsten, wir greifen einfach still, stumpf weiter an, versuchen uns irgendwie gegenzuheilen gegen ihren Burst-Damage. Mehr gibt es dann nichts zu sagen. Das letzte Team, seht ihr aber auch gleich, ist trotzdem bestehend aus Barrikadax, Lunala, die ja neu ist. Das könnt ihr aber ersetzen durch irgendeinen Nuke-Pokémon und Swarovski. Ich wollte Lunala einfach mal testen. Barrikadax zum Beispiel werdet ihr auch im Video sehen. Als allererstes drücke ich da zum Beispiel, zu oft zum Beispiel gesagt, egal, Abblocker. Weil wenn Cresselia Lowlife ist, ich glaube in der letzten Phase, also im letzten Lebensbalken ab 50% Leben, spammt sie sehr, sehr oft Hyperstrahl und der macht richtig viel Schaden. Und Barrikadax kann das Ganze einfach negieren, 100-0, also er kriegt dann gar keinen Schaden durch diesen Abblocker und er kann zweimal benutzen. Ich glaube, ich habe Barrikadax in diesem Fight auch noch nicht mal gegrittet tatsächlich, deswegen
ist er, glaube ich, auch nicht im Overlay zu sehen, falls sich wer wundert. Ich bin einfach stumpf reingegangen. Ja, und dann habe ich das mit Lunala besiegt. Ihr könnt da, wie bereits gesagt, ein anderes nukiges Pokémon benutzen. Irgendein Sync-Nuker, den ihr habt. Ansonsten Red, Deleon, sonst ein anderes Unlicht-Pokémon, was richtig reinhaut. Am besten ein Spezial-Attacker, weil, wie bereits gesagt, ab der zweiten Lebensleiste sind Spezialattacken stark und physische eher schwach. Da würde ich dann keinen physischen Attacker zuletzt empfehlen. Ansonsten, falls ihr es cleaner spielt als ich hier im Video, dann könnt ihr zu guter Letzt auch irgendein Toilettenteam mitnehmen, weil Cresselia wird dann gefühlt nur noch ein HP haben. Darauf müsst ihr dann tatsächlich achten, genau. Solltet ihr dieses Helping Hand oder so spielen auf Xenas, ich weiß nicht, wie das heißt, auf jeden Fall der Skill, womit wir Statuseffekte entfernen können, und ihr Cresselia dann low haut, die gefühlt 10% Leben oder so noch hat, versucht nur noch Skill zu machen wie Zauberscheine und Metallklaue, so dass Cresselia dann am Ende, wenn euer Setup-Team stirbt, also das Team jetzt, nur noch gefühlt 1% Leben hat, das ist das safeste überhaupt, dann könnt ihr, wie bereits gesagt, mit dem letzten Team einfach irgendwelche Pokémon reinschicken, irgendwelche Attacken drücken und dann sollte Cresselia auch sterben. Sehr, sehr wichtig, dass Cresselia halt nicht vorher stirbt, weil sonst habt ihr nicht die Mission erfüllt. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sind jetzt hier beim letzten Lebensbalken. Ich sterbe an Toxin, unlucky. Aber ihr seht es ja auch selber, normalerweise würde man das easy schaffen, hätte ich den Grid dabei, womit ich Paralyse entfernen könnte, wenn ich angreife. Aber ich dachte mir, ich gehe einfach mal dumpf rein, guck, wie es geht. Und ja, das war tatsächlich auch First Try hier alles im Video. Ich habe Cresselia vorher nie wirklich angefasst. Ich habe sie einmal angefasst, wo sie rauskam. Sie war broken as shit. Ich war mad und tilted as fuck. Und habe sie nie wieder angefasst. Na. Es ist, wie es ist. Also gut, Freunde. Den Rest seht ihr ja auch. Ich brauche, glaube ich, nichts mehr erklären. Sollte trotzdem irgendwelche Fragen noch offen sein oder so, schreibt es in die Kommentare. Wie bereits gesagt, kann ich auch nur einer Person damit helfen. Bin ich glücklich? Habe ich mein Ziel erfüllt? Ansonsten Daumen nach oben, wem es gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, um in Zukunft kein Pokémon-Content mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, war's das. Aber habt ihr den Hyperstrahl gesehen? 2,3k. Ja, der hittet hart. Das meinte ich ja, der hittet richtig hart. Ja, gibt nichts mehr anzusprechen. Also, Freunde, macht's gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Peace. Give it to him.